So. So. Jetzt halt erstmal wieder den Berg modellieren. Und hier können wir ein Holz sogar sparen. Und jetzt wird es auch wieder dunkel. So. Dann gehen wir wieder hoch, weil Nacht ist blöd. Zum Bauen. So. Ich komme hier warum auch immer nicht ran. Alter, ist das dunkel. Hier ist halt wirklich gar nichts mehr. Oh, hier ist ein Loch. So, erst mal wieder hochgehen hier. Ah. Ah, so, ab nach oben. Okay, ich glaube, ich habe ein paar. Ja, ich habe ein paar große Bäume gepflanzt. Ich denke, man könnte halt jetzt in der Nacht jedes Mal immer so schön Steine farmen. Oder man macht es jetzt wie ich: craftet sich einen Haufen an Äxten. Und versucht die ganzen Bäume, die sich da hinten gebildet haben, niederzuknüppeln. So. Es ist nämlich, ja, wichtig. Gut, das ist immer noch da. So. Okay. Das ist immer so eine Sache hier.
Man sieht halt nichts. Das ist zu dunkel. Und ich kann mein Bildschirm nicht mehr heller stellen. Das ist mir auch noch die Axt kaputt gegangen. Oh Gott, die Wolke ist jetzt auch nicht gerade hilfreich. Aua. Gott. Hä? Was war das denn? Hey, tut mir leid. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Wo auch immer der jetzt herkam, da oben ist ausgeleuchtet. Alter. Ich bin extra auf einer ausgeleuchteten Fläche, die eigentlich monstersicher ist. Und werde trotzdem von irgendwas getötet, von dem ich nicht mal weiß, was das war. Das kann doch nicht wahr sein. Die Wolken nerven auch nur dezent. Boah, nee. Wo sind eigentlich die ganzen Sachen jetzt? Man sieht. Alter, man sieht halt durch die Wolken in der Nacht noch weniger. Wo ist das ganze Zeug hin? Das war, glaube ich, der Baum, den ich gerade gefällt habe. So. Dann wurde ich von hier irgendwie von da angegriffen. Wie auch immer das funktionieren soll. Kann man die Wolken nicht irgendwie ausstellen? Okay, hier liegen noch Sachen von mir rum. Ja, gut. Nein, die Wolken kann man nicht ausstellen. Verdammt. Meine Güte. Sieht halt einfach nichts. Ah je. So. Jemine. Ja. Schon viel entspannter so. Bis auf, dass es immer noch stockdunkel ist, aber sonst. Ist es schon wesentlich angenehmer. Was ist das denn für eine Musik? So, oh ja, gut, ich glaube, so laut ist sie jetzt gar nicht. Zumindest nicht lauter als die anderen. Aber sie ist etwas kräftiger, so vom Gefühl her. So.
Ich muss da noch einkaufen fahren heute, fällt mir gerade ein. Kann ich auch gleich mal nachdenken, was ich denn zum Essen machen will. Das kaufe ich nämlich auch heute. Wenn immer, wenn ich so sage, dann komme, weiß ich genau, dass ich am Ende vom Tag Cordon Bleu essen werde. Es ist fast immer so. Oh Gott. Alles voller Laub. Also, nachdem ich weiß, dass es hier eh nicht decayen wird, und es Tag wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Baum hier schon gänzlich kein Holz mehr drin hat. Okay, er hat kein Holz mehr drin. Schön. Was habe ich mir eigentlich gedacht, weil sich diesen Berg ausgedrückt hat? Ist ja viel zu klein für eine Burg. Also ich erweitere dann noch auf den hier rüber, über hier den Grat. Das kann ich. Ich glaube, das ist der Hintergrundgedanke. Und dieses Tal ist immer noch saugeil. So. Hoppala. Oh Gott, wo kommt jetzt das Tor eigentlich hin? Muss jetzt eigentlich eh fast da schon hin, ne? Ich glaube, der Sprung ist möglich. Oder warte, ach, das sind sogar zwei. Gut, dann glaube ich nicht, dass dieser Sprung möglich ist. Sudala. Warum habe ich eigentlich kein Dirt mit und keine Schaufel? Dirt habe ich ja mit, aber keine Schaufel. Ich hoffe mal, dass da oben verschwindet noch. So. Das Tor muss ein bisschen, das wird ein bisschen anders werden, sage ich euch. Da brauchen wir ein bisschen Platz nach vorne oder nach hinten. Oh nein. Okay, gut, Planänderung.